Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir haben letztes Mal die Rocket Basis abgeschlossen hier in Prismania City. Ich war zwar neben der Tür, aber hey. Und jetzt, wo wir nicht mehr so tun müssen, sind wir Rockets, können wir uns ja wieder umziehen. Da 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 bam. Und eine Kopfbedeckung. Oh, nehmen wir die Pikachu-Kappe. So, passt alles. Und Snowy braucht natürlich noch eine andere Kleidung. Ja. Das sieht doch gut aus. So. Passt. So, und wir haben hier vor der Spielhalle jemanden stehen. Hi. Hey du! Du interessierst dich bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Du wirst doch bestimmt jedes kleinste Detail darüber erfahren, ja? Erstens, brüll mich nicht an. Zweitens, es sieht schon interessant aus, ja. Hey, na gut, auf Bett. Oh, Moment! Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, mein Megafon runterzudrehen. Darf ich vorstellen, ein Transportmittel, den man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinesfalls zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen, so sieht's aus. Es gibt aber ein kleines Problemchen. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuprobieren. Aber du, man erkennt sofort, dass du ein mutiger Junge bist. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik Himmelsritt beizubringen. Oh wow, immer langsam, Junge Polita. Es scheint, als sei dein kleiner Freund selbst ganz heiß darauf zu lernen, wie er mit meiner Erfindung umgeht. Kann das sein? Das gefällt mir. Dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los. Du musst erst hier, anschließend da, Moment, hier drüben, genau, die Steuerung, mit dem Balance geht's aufwärts, du musst hier, und dann da, hui, verstehst du? Snowy hat die geheime Technik Himmelsritt erlernt. Geil. Mit der geheimen Technik Himmelsritt kannst du dich an Orte tragen lassen, die du im Verlauf deines Abenteuers schon mal besucht hast. Öffne dazu einfach das Spielmenü und wähle mit Snowy spielen, um dort die entsprechende geheime Technik einzusetzen. Hier, schenkt dir meine Erfindung. Dreht damit ein paar ordentliche Runden durch Lüfte für mich, ja? Ja, jetzt können wir fliegen. Obwohl das Glurak eigentlich auch können sollte. Aber ja, er kann es in dem Fall nicht. Gucken wir uns das Ganze gleich mal an. Hallo, Snowy? Snowy hat viel mit Glurak gespielt und ist rundum zufrieden. Ja. Wir möchten aber gerne geheime Technik einsetzen, und zwar Himmelsritt. Zwei gibt's noch, wie ihr sehen könnt. Und wir wollen nach Lavandia zurück. Denn dort erwartet uns ja noch was. Mit dem Silphscope, das wir jetzt haben. Ja, sind unsere Pokémon eigentlich fit? Ich muss kurz überlegen. Ja, nun. Das, well. Hi. Und nach Azuria möchte ich zurück, weil ich glaube, wir können da auch noch eine Technik für Pikachu lernen. Und diesen Dompteur-Typ da. Vielleicht irre ich mich auch. Mag ja sein. Aber gucken kostet ja nichts. Geht ja schnell. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind topfit. Dankeschön. Ach ja. Ist euch eigentlich klar, dass wir jetzt in der zweiten Hälfte des Spiels angegangen sind? Damit es vier Orden. Der Mutte Dragossus, Mutter also. Genau. Team Rocket schnappt sich einen Knocker nach dem anderen, um die Schädel, die sie tragen, teuer verkaufen zu können. Dragossus ist bestimmt immer noch völlig verzweifelt seiner Mutter. Team Rocket ist einfach das Letzte. Ja, das ist echt furchtbar. Ich habe vorhin selbst beobachtet, wie Dragossus in diesem Turm verschwunden ist. Ich halte am besten auch nach ihm Ausschau, wenn ich schon nach diesem verschollenen Mr. Fuji suche. Ja, danke. Pass auf dich auf. Gespenster sind zwar nicht gerade meine Stärke, aber da muss ich durch. Es sah lustig aus. Ah, du kommst genau richtig, Schraubstuhl TV. Unser Gespräch eben hast du gehört, oder? Du willst nicht zufällig mitkommen? Doch. Ein Glück. Ich dachte, ich müsste alleine gehen.
Wäre doof, weil ich habe das Silphscope und du nicht. Ich habe außerdem einen Glurak, das hier nicht raus darf. Ja, und wir haben zum Glück ja schon vorgesorgt. Ich hätte auch hier drin heilen können, ne? Fällt mir gerade auf. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Wie ein toter Elefant. Der war böse. Da gibt es ja wirklich Gespenster. Huch, schraubst du überhaupt? Was hast du denn da? Das Sith-Scope hat die wahre Gestalt der Gespenster enthüllt. Nebulak und Halbhallo! Wahnsinn! Die Gespenster sind also in Wirklichkeit nur Pokémon? Pokémon, die ich beide fangen will. So, Nebulak. Oh, gleich mal ein Alpollo. Alpollo! Ach du Scheiße. Nimm mal Himbeere. Ja. Ja, ruhig mit dir, Kollege. Satz. Bleib drin. Sei brav, Alpollo. Du willst es doch auch. Komm. Komm. Ja, siehst du, sag ich doch. Ich habe eine Beere gefüttert. Schon will er bei mir sein. Der weiß halt, ich kann gut mit Geistern. Gripsbonbon plus plus sind 454 EP. Gut, das ist ein bisschen traurig. Aber gut. Es reicht für Gifter Level 40 und Pummeluff Level 33. Wir müssen nochmal Moria City zurück und in den Mondberg gehen. Ich brauche einen Mondstein. Ich mache das noch offscreen. Mal gucken. Gifloor Level 40. Sehr schön. Und wir haben eine Alpollo. Ein geiles Pokémon. Mag ich viel lieber als Gengar, aber Gengar ist auch cool. Nur trainieren können wir es nicht, weil wir können ja kein Gengar draus machen. Ist halt ein bisschen doof. Es saugt seinen Opfern das Leben aus, indem es sie abschleckt. Man sagt, sie würden daraufhin unentwegt zittern, bis sie schließlich einschlafen. Du hast Alpollo in deiner Pokébox gelagert. Und noch Nebulak. Dann haben wir hier auch schon alles gefangen, was es hier gibt. 100%. Ja, kommt doch mal wieder runter, ey. Was ist mit dir los? Schlecht geschlafen oder was? Auf dem falschen Auge zuerst aufgewacht, hä? Oh! Guck mal. Mal halt verbiegen. Warum Aufnahmesetup? Yes! Alpollo hat mich nicht so gemobbt. Du bist ja wie Onyx. Geht doch. Bisschen auf die Tränendrüse drücken, dann passt das schon. Glurak bei Level 39, sehr gut. Es heißt, es erscheine in alten, verlassenen Gebäuden. Sein Körper hat keine feste Form und erinnert an Gas. 100% hier im Turm. Na, tschüss, du Loser. Kannst ja auch ein paar Geister-Pokémon fangen. So. Oh, ein großes Nebulak. Cool. Ist mir aber relativ wumpe, das große Nebulak. Wir wollen das Ganze jetzt hier schnell... Hab dich schon, brauch dich nicht mehr. Tschüss. Wir wollen das Ganze hier ja in dem Part auch abschließen, damit wir nicht allzu viel Zeit in diesem Turm verbringen. So. Da sind wir wieder. Verlasst diesen Ort. Verlasst diesen Ort. Uh-oh. Hi. Ah, das ist ja noch größer als das von vorhin. Schraubst du TV, mach doch mal was, was du. Mach doch mal das, was du vorhin gemacht hast. Okay. Das war Knogger, die Mutter des Dragosso.
Und da war's weg. Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Tragosso. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits entschwunden. Tragosso, du bist also hergekommen, weil du deine Mutter sehen wolltest. Tut mir leid, dass ich mich für deine Mutter gegruselt habe. Hör mal, Schraubsel. Ich will Tragosso nicht alleine lassen, deshalb werde ich es nach Hause bringen. Könntest du dich für mich weiter oben nach einem gewissen Mr. Fuji umsehen? Was du ihn dort findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn auch nach Hause begleiten könntest. Kommst du allein zurecht? Na klar, komme ich allein zurecht. Außerdem ist ja Tragosso bei mir, ne? Aber danke, dass du dich um mich sorgst. Irgendwie wirkst du jetzt viel selbstbewusster. Kann es sein, dass ich was verpasst habe? Nur so ein paar... ein Gemetzel an Team Rocket. Was sagst du da? Du hast Tragosso ganz allein aus den Händen von Team Rocket befreit? Seit wann bist du so ein starker Trainer? Ich trainiere halt gut. Egal, dann kann ich diese Sache ja beruhigt dir überlassen, Schraubsel. Komm, Tragosso, gehen wir. Ich habe schon den ganzen Tag so leichte Halsschmerzen, deswegen sorry, wenn ich nicht ganz so rumbrülle, wie ich sonst vielleicht tue. Aber ich muss ein bisschen aufpassen. Ich möchte nachher mal einen Bonbon lutschen. Ich habe da noch ein paar, die gut für den Hals sind. So Honigdinger. Aber ich muss jetzt unbedingt aufnehmen. Hallo, Mr. Fuji. Oh. Stehen geblieben. Team Rocket hat immer Vorfahrt. Jetzt, wo das Gespenst verschwunden ist, haben wir es endlich zur Spitze geschafft. Das war er wieder, Entschuldigung. Du bist der alte Fuji, oder? Wir wissen, dass du die Pokémon-Forschung an den Nagel gehängt hast. Aber damit ist jetzt Schluss. Du wirst wieder in der Bocke schlüpfen müssen. Und zwar im Namen von Team Rocket. Du wagst es uns zu ignorieren? Wir werden dich schon dazu bringen, mit unserem Boss zusammenzuarbeiten. Wart's nur ab. Leute. Hey, wir hatten den Alten gerade eine Standpauke. Wenn du uns dazwischen funkst, kannst du das erleben. Wir hatten schon zweimal gegen dich versagt, aber ein drittes Mal wird nicht dazukommen. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ja, James, abwarten. Die beiden schaffen das schon. Also, Glurak, du machst mal einen Flügelschlag auf Smogmog. Und Pika, du machst mal einen Donner auf Smogmog. Nein! Ah, da muss ich mal kurz auf den Tisch hauen. Toll! Na, das läuft ja super bis hierhin. Snowy wurde vergiftet. Na gut, dann brauchen wir... Ich kann euch auch einen Statuseffekt geben. Also, gut, kein Statuseffekt, aber ich kann euch fangen. So, und du kommst mal kurz zurück. Dann holen wir halt etwas aus dem Team ran. Das effektiv ist, nicht wahr? Los mit Bo! Smetto! So viel zu Smetto. Gut gemacht, Glurak. Okay. Das heißt für uns jetzt, Smetto wird sterben. Definitiv. Aber Glurak kann vielleicht nochmal Arbok ein bisschen beschäftigen. Und Smetbo Smogmog erledigen. Gift ist echt so ein Problem für mich, ne? Da, ich habe zwar eine Psycho oder etwas Effektives, aber Smetbo ist halt nicht Typ Psycho, sondern Typ Käferflug. Ist halt schon so ein bisschen suboptimal. 39 für Glurak, jetzt Flammenwurf, komm. Na, schade. Dauert noch ein bisschen. Giftblick. Was hast du eigentlich gegen Glurak, du blöde Schlange? Wüsste, was? Du wirklich so. Ich weiß, es ist nicht sonderlich effektiv, aber.
Ab jetzt Medbo. Und Medbo stirbt doch nicht, weil Arbok doof ist. Kamehameha! Tot. Ich muss Medbo, glaube ich, ein paar Defensivbonbons geben, diese Robustviecher da. Das wird, glaube ich, sehr, sehr helfen. Was ist hier eigentlich los? Das wirst du noch bereuen. Bezweifle ich, aber okay. Nicht schon wieder. Das war's dann mit unserem Plan. Wir sollten doch den alten Fuji entführen, um uns Fleischsternchen beim Boss zu verdienen. Fleißsternchen beim Boss zu verdienen. Was soll's, dann gehen wir eben nach Saffronia City und machen brav bei der Übernahme der Sylph Company mit. Warum habe ich das laut ausgesprochen? Schuss in den Ofen, tschüss! Snowyshot genervt aus der Wäsche. Ja. Das ist so süß, ich kann das den ganzen Tag machen. Wer bist du? Stimmt irgendwas nicht? Was? Team Rocket soll auf mich abgesehen haben? Ich war so damit beschäftigt, Knockers Szene zu beruhigen, dass ich nichts mitbekommen habe. Ich höre auch nicht mehr so gut, weißt du? Bin ja nicht mehr der Jüngste. Aber wie es scheint, hat Knockers Seele endlich Frieden gefunden. Bitte begleite mich doch zu mir nach Hause. Ich möchte mich mal wieder bedanken. Schraubsel-TV. Komischer Name, aber okay. Wenn du deinem Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst, wirst du es extrem schwer haben, den Pokédex zu vervollständigen. Entschuldigung. Hier, ich bin mir nicht sicher, ob es dir eine Hilfe sein wird. Aber bitte nimm das. Du erhältst die Pokeflöte von Mr. Fuji. Oh ja, die wird eine große Hilfe sein. Der Klang der Pokeflöte hat eine belebende Wirkung. Er weckt selbst die müdesten Pokémon. Merk dir das, falls du jemals irgendwo auf ein schlafendes Pokémon treffen solltest. Werde ich tun. Damit können wir nämlich die Relaxo wecken. Es sind ja zwei. Wir wissen von einem bei Prismania City, das andere haben wir schon gesehen bei Orania City unten. Und die werden wir uns auch noch vornehmen. Aber erstmal führt uns der Weg wohl nach Saffronia City. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs dabei sein. Hoffe, ihr seid mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Das würde mich sehr freuen, sehr helfen. Und ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Bis zur nächsten Folge. Euer